Herzlich willkommen zur zweiten Folge Dusty Overland. Heute geht es um das letzte Thema. Ich glaube, das letzte Thema war Stellplätze. Genau, da geht es um die eine App, die ich auch auf meinem Handy habe. Schon, ich glaube, seit einem halben Jahr oder sowas. Und da hat sich auch in dem Zeitraum einiges getan. Da sind einige Stellplätze dazugekommen. Ich glaube, vom Design auch hat die sich ein bisschen verändert. Ist eine tolle App. Also ich habe jetzt schon zwei Top-Favorites gefunden. Und ich glaube, am 11. habe ich da was gebucht, wo ich hinfahren werde. So ein kleiner Stellplatz, wo man komplett autark sein kann, weil da gibt es kein Wasser, keine Sanitäranlagen oder sowas. Und auch keine anderen Leute um einen herum oder so. Man ist ja komplett alleine auf einer großen Wiese, umgeben von Wald, glaube ich. Aber direkt neben so einer kleinen Straße oder so. Aber das macht ja nichts. Das wird auf jeden Fall toll, weil ich die ganze Zeit am Überlegen bin, was ich jetzt am Ende mitnehmen werde. Also ich denke, es wird mein Zelt, das ist ein Coleman, so ein Tunnelzelt für drei Personen, das ist ganz gut. Und ja, das ein oder andere Tarp, meine Hängematte. Eigentlich wollte ich in meiner Hängematte schlafen, aber ich denke, ich werde das Zelt-Setup aufbauen. Das werdet ihr dann später sehen, weil ich das auch aufnehmen werde und mit den Mikro-Adventure-Videos, die ich vorher gedreht habe, wo ihr den Trailer gesehen habt, der ein oder andere sicherlich, werde ich dann damit verknüpfen. Dann ist es ein längeres Video und da habt ihr ein bisschen was zu sehen. Ja, so viel dazu. Dann, genau, meine neue Feuerschale, die ich dann gerne zeigen wollen würde. Aber mal gucken, ich glaube, da gibt es auch eine Feuerstelle. Mal schauen, ob ich das dann brauche. Ja, dann gibt es genau ein Wintertreffen. Für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben oder so, es gibt das nächste DOT-Treffen und zwar im Winter. Wann genau, kommt jetzt hoffentlich in Kürze. Höchstwahrscheinlich wird es so zwischen, also nach Weihnachten und so Anfang Januar, so in dem Zeitraum, könnte da was passieren. Wo wird es stattfinden? Gute Frage. Also da ist da was im Hintergrund am Laufen. Ich warte da noch auf Rückantwort. Sobald ich da mehr weiß, wird es dann verkündet. Ja, das wird nice. Das wird toll. Wintertreffen. Wir hatten das letzte Treffen, das war, glaube ich, im Sommer im Mammutpark. Und davor, das war an der Strotzbücher Mühle, ich glaube im April. Und da war es auch morgens sehr kalt, 0 Grad, glaube ich. Da waren die Autos gefroren. War lustig. Und jetzt im Winter bin ich auch mal gespannt, weil ich habe mir jetzt vor kurzem einen neuen Schlafsack gekauft von Decathlon. Ich bin gespannt. Ja, dann das nächste Thema. Genau, das Wintertreffen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder sowas und keine Ahnung, unbedingt mitmachen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare so und ich schreibe euch dann auf eine Liste und sowas, ja. Hoffentlich werden es diesmal ein paar mehr, würde mich freuen. Ja. Festival, genau. Es soll eventuell ein kleines Festival stattfinden. Ich hab mit der Planung noch nicht so wirklich begonnen, weil es kommt halt drauf an, ob das überhaupt angenommen wird von der Gemeinschaft, sage ich mal, von der kleinen Gemeinschaft, die wir sind. Ob es überhaupt ein Festival-Charakter geben kann oder ob es dann nur ein Treffen ist, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das sind zwei Paar Schuhe. Ja, also ihr könnt euch ja schon mal so vormerken, wenn ihr zum Beispiel auch irgendwie
selbstständig seid oder sowas in der Richtung, dann könnt ihr zum Beispiel eure Stände da aufmachen und ein bisschen Werbung für euch machen. Das ist kein Problem. Das könnt ihr euch schon mal vormerken. Das wäre, dass da so ein bisschen, ne, dass das nicht nur ein Treffen, also wie ein Treffen aussieht, sondern dass man da auch ein bisschen noch was zu gucken hat und so. Workshops, verschiedene Workshops. Je nachdem, wenn viele Familien zum Beispiel kommen wollen würden, dass man da auch was für Kinder macht und so. Aber da werde ich jetzt demnächst mal mit der Planung anfangen. Es wird eine Taskforce geben, wenn ihr helfen wollt. Ja, das könnt ihr sehr gerne tun, weil wir werden sicherlich einiges an Hilfe benötigen, an helfenden Händen. Ja. Ja, das war's dann erstmal. Wie gesagt, am 11., genau, am 11. werde ich dann das nächste Video drehen. Und kurz noch zu der App, genau, My Cabin heißt die App, genau. Also die kann ich nur weiterempfehlen. Die ist sehr, 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 sehr toll, weil dort gibt es, glaube ich, kaum oder nicht nur Campingplätze, sondern auch sehr viele Plätze, wo man wirklich so autark stehen kann. Und ich finde das ganz gut, weil die ist ja deutschlandweit, aber die meisten Stellplätze sieht man dann schon so aus Süddeutschland. Aber da geht einiges. Und wenn man dann zum Beispiel so ein cooles Setup hat und aber sich nicht ganz sicher ist zum Beispiel, ja, dann kann man das testen. Und dann kann man sich da so einen Stellplatz suchen und buchen und dann das ganze Setup vorab testen, bevor man zum Beispiel eine große Auslandsreise macht oder so, so Sachen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, das war ein kurzer Podcast. Ich denke, das war's jetzt auch erstmal. Genau. Ich werde diesbezüglich dann noch mal wegen dem Wintertreffen halte ich euch auf dem Laufenden, werde dazu später noch was schreiben und mal abwarten, was da jetzt in Planung geht, wo es stattfinden wird. Also höchstwahrscheinlich wenn man von der Karte aus guckt, so Raum Kassel, das ist so relativ mittig, damit es halt fair bleibt, ja. Und jeder dann den Punkt gut erreichen kann, dann ja, ich glaube, liebe Leute, das war's heute. Es ist der 6.11., es ist kurz vor 9 und ich verabschiede mich. Macht es gut. Tschüss.